Okay, da ist so eine Statue gewesen. Guck mal da, da hinten ist zum Beispiel so ein Vieh. Weil nicht, dass wir jetzt hier irgendwie was Wichtiges verpassen oder so. Hier waren wir ja überall schon reingegangen. Und von hier aus waren wir gekommen. War das die einzige Tür? Waren wir nicht durch eine andere Tür gekommen? Hier durch diese Tür? Weil wir hatten uns am Anfang ja gar nicht so richtig umgeguckt. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas, was wir einsammeln können oder vielleicht die Superrüstung oder irgend so was in der Richtung. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Klettern, glaube ich, können wir nicht. Deswegen, was ist hier? Riesige Fußstapfen. Das. Okay. Das ist ein sehr, sehr großes Tier. Ich habe mich eben, glaube ich, aus einem Kamerabild gelehnt. Na, geht eigentlich doch ganz gut. Ah, Mist. Nein, ach Mist. Ah. Ihr seid gestorben. Ja, das passiert. Ah, jetzt sind wir in Majula, ne? Da hatten wir jetzt letztes. Okay. Aber kann ich nicht zu dem anderen. Genau, hier hin. Die kann man ja auch zum Reisen benutzen. Jetzt müssen wir uns natürlich unsere Seelen wiederholen und dann dieses Vieh da umbringen. Weil, das geht ja so nicht. Ich mache ja viel mit, aber das ist. Guten Tag, die Damen. Ich mache hier mal Durchzug, ne? Hier stinkt's nämlich. So, wie war das jetzt noch? Hier musste ich rüber, ne? Und dann da gleich rechts. Okay, ja. Okay. Habe ich ein bisschen was von meiner Energie verloren? Das ist ja nicht so optimal. So, ist er da jetzt? Okay. Ah, Mist. Wo geht's denn hier hin? Okay. Ja, geh mal wieder zurück. Dann kann ich hier nämlich mal meine Dings holen. Okay, das heißt, hier können wir den so ein bisschen. Nein! Okay. Weiß ich nicht. Ja, eine große hölzerne Keule. Aber wenigstens sind wir jetzt mal hier direkt bei der Oma vor der Tür. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch mehr Energie verloren, ne? Ich glaube, jedes Mal, wenn wir sterben, verlieren wir was von unserer Gesamtenergie. Das ist natürlich suboptimal.
sehr, sehr suboptimal. Erstmal einsammeln. Was man nicht alles für oh oh. Da kommt da. Na, jetzt bist du, hast du nämlich nicht mehr so eine große Klappe, ne? Hast Angst vor mir, ne? Okay, das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Okay, wir müssen ihn nur dazu bringen, dass er sich immer hinschmeißt. Na, komm her! Du kleines Klötermännchen. Bö, was macht er denn da? Okay, er hat einen Dreierangriff. Also 1, 2 und dann nochmal versetzt 3. Ah. Okay, so, also eigentlich ist er so, so ausdauermäßig unterwegs. Das heißt, du musst einen Haufen Ausdauer haben, um ihn zu besiegen. Aber zur Hälfte haben wir ihn ja schon getötet. Oh, das hätte aber auch schief gehen können. Ne? Ne, das hätte schief gehen können, ne, mein Großer? Das hätte aber richtig schief gehen können. Ja, das hätte aber richtig schief gehen können. Komm her. Ah, Mist. So, okay. Hier kommt da einem nach. Ganz klar, hier sind ja auch Fußspuren. Das heißt, hier konnte er von Anfang an langlaufen. Aber hier dürfte er nicht durchkommen, oder? Okay, hier läuft er wieder hoch. Okay. Das ist ja schon ein bisschen witzig. Wow. Ja, so sieht's aus, mein kleiner Freund. Nein, oh Mist. Okay, das hat ihm aber ganz schön weggezogen. Allerdings uns auch. Ich gehe mal hier ein bisschen in Sicherheit. Und dann nehme ich mal so einen Lebensstein. Ein kleines Lebenssteinchen. Haha! 1390, damit können wir ein Ding ins Aufsteigen. Steinring? Was macht der? Ausrüstung. Ach, da oben rechts sind die. Steinring, zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Dann fallen die wahrscheinlich öfter auf den Popo. Und du? Nee, achso, ich vergesse immer aus dem Dings rauszukommen. Goldharz. Was machen wir mit Goldharz? Gibt es da irgendwie
eine Beschreibung für. Ist das Goldharz? Verleiht Waffe rechts, vorübergehend Blitz. Wahrscheinlich Blitzschaden oder irgend sowas in der Richtung. Das wäre natürlich nicht so verkehrt. Hier ist nichts. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Einmal baden. Und hier können wir wieder runter. Gut, dann wollen wir hier nochmal gucken. Vielleicht ist hier noch mehr, was wir übersehen haben. Ja. Keine Ahnung, das führt nirgendwo hin. Waren hier nicht auch irgendwelche Viecher? Okay. Vielleicht haben wir ja so ein ich greife dich nicht an, du greifst mich nicht an, Deal. Okay, die scheinen erstmal wegzulaufen. Hier geht's aber auch noch lang. Da gibt's auch was zum Einsammeln. Noch eine rostige Münze. Münze, Münze. So, und hier oben war ja, beziehungsweise hier links war ja dieser große Raum. Also nicht Raum, sondern, sag mal, wie sieht denn das aus? Das sieht ja eigentlich schon relativ genial aus. Aber hier ist ja auch irgendwie nichts, ne? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier fündig werden. Keine Ahnung, was das war. Ich drehe mich lieber nicht um. Im Moment ist ja aber auch noch nichts Böses passiert. Im Moment war ja eigentlich alles noch recht relativ friedlich. So. Hier lasse ich nochmal durchlüften. Und dafür gehe ich dann trotzdem mal hier wieder entlang. Sind denn hier diese Gegner wieder da? Tatsache. Ach komm, dann holen wir uns noch mal ein bisschen, bisschen Seelen. Ja, Kumpel. Sonst war hier keiner mehr. So ein paar Seelen kann man ja mal farmen. Okay, da lohnt sich jetzt noch nicht so richtig. Das ist also dieses von hinten massakrieren. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen. Okay, bei diesen kleinen Gegnern funktioniert das alles sehr gut. Ich glaube, je größer die werden und je später sie kommen, desto fieser werden sie. Deswegen, am Anfang sind die natürlich alle noch relativ leicht. Okay. So, Jung. Du kannst mich noch nicht mit dem Dingens hier angreifen. Ah ja, hier kamen wir ja wieder runter. Aber eigentlich, weiß ich noch gar nicht, ob ich hier runter kann. Kann ich hier auch runterrutschen? Okay, ich kann mich runterfallen lassen. Das nicht mehr machen. So. Eine Nachricht lesen. Aber
Eigentlich geht es uns ja noch ganz gut. Ich glaube, wir sollten mal ein Level erhöhen. Majula. Wir erhöhen mal ein Level und dann holen wir uns mal einfach irgendwann. Gucken wir einfach mal in irgendeine Richtung, was es da zu holen gibt. Und und schauen einfach mal, was sich dann so ergibt. Na, Mädel? Was? Here, let me see it, so that I may help you. Auf dass ich euch helfen kann. To see hope, however faint it might be. Ach so, das. Ach, wie diese Estus-Flakonscherbe, ne? Estus-Flakon verstärkt, okay. Aber erstmal will ich aufsteigen. Konstitution. Geschick. Geschick wirkt sich auf Angriff Geschick. Giftbonus und Blutbonus. Und Konstitution wirkt sich auf Ausdauer aus. Vitalität natürlich auf Energie. Ach so, mit links und rechts, okay. Ah, okay, wunderbar, dann weiß ich Bescheid. Mehr TP ist jetzt nicht so viel mehr. Und bei Geschick wäre das alles relativ gleich. Stärke müssen wir ja auch irgendwie... Okay, von 59 auf 61. Ich glaube, ich gehe mal auf Konstitution, damit wir mehr Ausdauer auch haben. Ja, dann machen wir mal so. Jetzt haben wir noch 700. Oh, Entschuldigung. Erstmal hier alles gut. Und jetzt haben wir abgespeichert. So, und jetzt gehe ich hier mal runter. Weil ich glaube, hier kamen wir ja zu einer... Weiß ich nicht, zu einer Lichtung auch nochmal mit so ein paar dicken Ogern oder was das da war. Achso, hier mussten wir hier erstmal hin und dann am Griff ziehen. Ich bin irgendwie ein bisschen fasziniert von dem Spiel. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das durchspielen kann. Aber rein theoretisch sollte das natürlich möglich sein. Mit sehr viel Geduld, die ich ja habe. So, dann war das hier rechts, ne? Genau. Und dann kamen wir auf diese Waldlichtung. Okay. Da laufen auch noch welche rum. Oh oh. Wieso bewegst du dich im Wasser schneller als wir? Ich will wieder zurück. Na, komm her, Dicker. Komm her, Dicker. Na, hast Angst vor mir, ne? Oh. So, mehrmals kann ich auch zuschlagen. Der ist ja richtig abgegangen eben. So, da hatte ich, glaube ich, Glück, dass er diesen Angriff gewählt hat. Na, Kumpel? Au! Mist! Ah, verdammt. Okay. So, dieser Estus-Flakon, was war das? Ist das nicht auch so eine Energiesache?
Warte mal, in die Ausrüstung. Kann ich das hier nicht auch irgendwie... das hier ist das, ne? Ne, göttlicher Segen. Menschenbild. Estus-Flakon, da. So, und... Ah, okay, so kann ich das dann wechseln. Weil ich glaube, wenn ich das trinke, dann kriege ich volle Energie und auch wieder volle, Ausdauer, ne? Ja, Kumpel. Hast wohl gedacht, ich bin schon wieder weg, ne? Komm schon. Ah, Mist. Okay, jetzt ist die Möglichkeit, das auszuprobieren. Okay. Das wird relativ weit wieder aufgefüllt. Komm her. Okay. Nochmal. Einsaufen. Okay, jetzt habe ich auch keine mehr. Das heißt, jetzt müsste ich auf Lebenssteine zurück. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Aha, jetzt habe ich dich, Kumpel. Nichtsdestotrotz nehme ich mal einen Lebensstein jetzt. Hoffentlich finden wir davon in Zukunft noch welche. Okay. Das ist auch ein merkwürdiger Kerl. Aber die sind schnell weg. Da hinten steht einer. Ah, da steht auch einer. Okay. Dann gucke ich aber erstmal hier. Das hatte ich eben aus dem Augenwinkel gesehen. Ach, ein Leuchtfeuer. Und ist das hier wieder ein Stein? Nee. Ein Stein, auf dem irgendwas steht. Da hinten ist ja noch was. Das habe ich ja übersehen. Eine Titanitscherbe. Was soll die denn bringen? Oh. Au, sah man. Gegenstand. Wurfmesser. Was passiert denn hier drin? Wieso sterben denn hier so viele? Heimatknochen und Seele eines verlorenen Untoten. Gut. Weiß der Geier, warum da so viele sterben? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, dann werden wir uns mal den nächsten Gegnern hier stellen, ne? Wow, wo kommt der denn her? Ach, und der ist auch noch ein Bogenschütze. Okay, dann haben wir ihn aber hier erstmal weggezogen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Ah, Mist. Oh.
Ah, was? Wo kommt der denn her? Mando, Mando, Mando. Okay. So, ihr Lieben. Ah, wo kommt der denn auch her? Das hätte ja auch schief gehen können. Was macht der denn da? Der ist da hingefallen und mit seinem Bein unter dem Ast gelandet. Traurig, aber wahr. Genauso passiert. Seele eines verlorenen und Toten. Aber sieht ja eigentlich alles schon mal ganz gut aus. Hier haben wir eine Leiter. Immer weiter auf der Leiter. Das sieht mir alles hier zu ruhig aus. Okay. Wo kommen die denn alle her? Die sehen ja aus, als wären sie damals mit Cortez. Boah, wieso stehen die denn alle auf? Ah, Mist. Sind hier noch mehr? Wieso stehen die alle auf? Zerbrochenes Gradeschwert, okay. So, noch mehr, die hier aufstehen wollen? Wahrscheinlich der da. Was? Was? Haha, zwei auf einen Streich. Da oben wirft einer mit Brandbomben. Wieso macht er das? Komm mal lieber hier runter. Ein Lebensstein. Okay. Hier auch noch eine aufstehen, ja. Ah, Mist. Haha. Alles klar. Ich brauche mal doch einen Lebensstein. Einen gefunden, gleich einen wieder verbraucht. So, da haben wir schon den nächsten getriggert. Und wir haben schon 2500 Seelen.